So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, 18 Eier, Folge 20. Wow, Jubiläum und auf dem Weg hier, jetzt habe ich meinen Bildschirm noch gar nicht an, so. Und auf dem Weg hier hoch klingelt das Handy und ein Stromanbieter ruft an und informiert mich erstmal und ich denke, oh mein Gott, die Eier gehen noch auf, da stürzt doch die App wieder ab. Aber nein, es ist noch alles da, zum Glück. Deswegen legen wir gleich los, lassen die Eier schlüpfen, Sternstück läuft natürlich wieder. Und wir starten mit einem Alola Sandan. Ich stelle mich mal so hin, da blendet die Sonne nicht so. 1800 Sternenstaub. Bester Satz. KP wirklich hoch. Na gut, ich drehe mich doch lieber rum. Jetzt habe ich nämlich den Schatten von dem Baum hier im Gesicht. Das sieht doch besser aus, vielleicht. Und ein Alola Vulpix als zweites dabei. 1200 Sternenstaub. Wunderbar. Kannst mit allen aufnehmen. Angriff. Oh ja, wunderbar. Alles wunderbar, auf jeden Fall, lecker. Man kann, so viel gute Laune kann man gar nicht haben. Dabei bin ich immer so ein. Und jetzt auf einmal gute Laune. So. Das erste Kontinental, ein Pandimos, auch 1200 Staub, bester Satz. Verteidigung 15. Und wir stehen hier an der Kirche. Hinter mir, das, seht ihr das? Das ist eine Kirche. Und das ist schade, dass das keine Arena ist. Aber daneben ist ja eine Arena. Ein Alola Dick da, ist auch noch dabei, bester Satz. KP auch nur wirklich hoch. Ja, wir hoffen natürlich, dass irgendwann wirklich dieses Feature kommt, dass man die Sachen da direkt einreichen kann, bewerten lassen kann. Das wurde ja jetzt schon mal getestet. Das wäre natürlich cool. Das ist nicht cool, Mauzi mit 1600 Sternenstaub. Zweiter Satz nur. Dann könnte man viel mehr draus machen. Ich meine, die Kirche ist schon ein Stop. Aber so viele Arenen, die man kennt, sind einfach... Ach, so viele Kirchen, die man kennt, sind einfach Arenen. Ein Porenda, auch ein Kontinentales, dabei mit 1200, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Zweiter Satz, weil die Porenda bin ich auch schon über. Ich will noch Tauros und ich will noch Kangama. Aber ich will keinen Sandan. Da, Mann! 1600 Sternenstaub. Bester Satz, Angriff 15. Gut, wenn jetzt nochmal ein 100er dabei wäre von irgendeinem, wäre das jetzt auch nicht so tragisch. Und wieder mal Pandimos, der immer noch die Liste anführt natürlich. 2100 Sternenstaub. Zweiter Satz. Schon 1600 Bonbons. Jo, und das waren glaube ich jetzt schon die ersten Eier. Das ist leider ein 10er. Irgendwie reingekommen, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon hatte. Wenn nicht, wird das natürlich jetzt hier eingeblendet, damit es 9 Eier sind natürlich. Ist letztens irgendwann ein 10er geschlüpft und leider habe ich schon wieder ein 10er aufgenommen. Deswegen dauert das natürlich immer, bis das auch aufgeht. Das war's aber jetzt und wir sehen uns nachher wieder, wenn die nächsten 8 bzw. 9 aufgehen. Also bis dann. So, wir sind zurück. Hinter mir seht ihr die Arena zum tanzenden Löwen. Oder einfach nur tanzende Löwen, die Arena auf jeden Fall, wo wir häufig Raids machen. Aber die Sonne brennt schon wieder, deswegen gehen wir mal hier unter den Baum, lassen die nächsten Eier schlüpfen. Ein Zweier-Ei ist dabei und wieder mal 8 Kontinentale. Und angefangen wird mit einem Vulpix. Alola Vulpix natürlich, 1200 Sternstaub. Zweiter Satz, also eigentlich wurscht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf die Arena gedrückt. Hier seht ihr aber natürlich tanzende Löwen. So sieht das aus. Dreh mal einmal. Bam, haben kein Ei bekommen. Zum Glück habe ich nämlich gerade wieder nicht dran gedacht, dass ich gar nicht drehen darf. Und weiter geht es. Hier schlüpft doch die restlichen in der Hoffnung auf Tauros, Kangama und Co. Ein Alola Kleinstein, was natürlich auch cool ist. Davon hätte ich gerne noch einen Lucky. Habe ich bis jetzt leider noch nicht. Bester Satz, KP wirklich hoch und 1,6 glaube ich, Sternenstaub dafür, aber da werde ich noch ein paar aufheben, vielleicht kann ich da mit dem Iswo auch noch ein paar tauschen. Und da ist das erste Kontinentale aus dieser Brüt-Dings-Session, ein Kangama mit bester Satz, Angriff, Verteidigung, beide werden auf 15, der ist auch über 1400 gewesen, also das ist schon eine Hausnummer. Vielleicht ist es ja richtig gut, vielleicht ist es ja mein Bestes. Ein 96er habe ich glaube ich schon. Ein Mauzi wieder mal mit 2100 Staub. Bester Satz, KP, Angriff, wirklich hoch. So, gestern war ja die Miauz-Genau-Folge, wie wir das heute nennen. Wissen wir auch noch nicht, müssen wir mal sehen. Schon wieder Mauzi, das wird wohl wirklich am häufigsten erscheinen.
2400 Sternenstaub, zweiter Satz, also einfach weiter drücken. Sternstück ist aktiv, ich habe immer noch 186 Stück davon, die müssen alle weg und das dritte Mauzi hintereinander, ein Hattrick. 1500 Sternenstaub, bester Satz, Angriff, Verteidigung, aber nur wirklich hoch. So, zwei Stück gehen glaube ich noch auf. Ich komme da immer übelst durcheinander, wenn ich da das mir alles reinziehe. Und das nächste Kangama, wunderbar. Mit 2400 Sternenstaub. Bester Satz, KP, Verteidigung, aber nur wirklich hoch. Man sieht, das ist weit unter 14, also war klar, dass es jetzt nicht so gute Werte hat. Ich weiß leider den 100er Wert nicht aus dem Kopf, nur beim Tauchos mit 14,21. Und ein Dickdarm mit 1,5 ist auch noch am Start. Bester Satz, Angriff 15. Das müsste es jetzt aber... Achso, das Zweierei. Das habe ich natürlich vergessen. Hab's noch extra angekündigt, dass noch ein Zweierei dabei ist. Und das schlüpft natürlich jetzt auch noch. Ein Togepi, ein Baby-Pokémon. Wunderbar. Mit 600 Sternenstaub. Wirklich stark, zweiter Satz. Und da haben wir auch schon ein 100er mal geschlüpft. Und ein Shiny haben wir auch schon geschlüpft davon. Aber egal, das kann man ja noch zweimal weiterentwickeln dann. Und deswegen war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der Folge 21 wieder. Also bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.